Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich würde gerne bei dem letzten Thema anschließen und bedanke mich auch für das Lob an die Bundesregierung, für die klare Kante. Und ich denke, in dem Fall war es ja ein Entwurf aus dem Geschäftsbereich des Wirtschaftsministers, aber mit Sicherheit mit großer Unterstützung und starker und nachhaltiger Arbeit auch der Umweltministerin. Und in diesem Sinne haben Sie völlig recht an dieser Stelle. Wir waren uns immer, übrigens im ganzen Hause, einig, dass bei der Frage der Entsorgung des Atommülls und beim Rückbau der Atomkraftwerke eines ganz sicher in Deutschland gilt, und das ist das Verursacherprinzip. Und deshalb, Herr Kollege Hirte, fiel es mir ein bisschen schwer, Ihren Beitrag einzuordnen, denn wir haben gemeinsam hier auch im Deutschen Bundestag in der letzten Legislaturperiode mit der Verabschiedung des Standortauswahlgesetzes eindeutig gemeinsam auch beschlossen, dass es eine Haftung gibt der Unternehmen. Und deshalb wird es kein Problem geben für den Bundeshaushalt an dieser Stelle, was das Thema Rückstellungen angeht, sondern es ist ein Problem, das die Unternehmen zu lösen haben. Und in der unternehmerischen Verantwortung war die Verantwortung für die Entsorgung dieses Mülls von Anfang an planbar. Und für Fehlentscheidungen und zu späte Umorientierung auf andere Energieformen, da kann nicht der Steuerzahler haftbar gemacht werden. Und ich möchte gerne noch auf ein zweites eingehen, was auch hier in der Debatte schon angesprochen worden ist. Die Frau Kollegin Menz hat sich darauf bezogen, dass auch im Haus der Bundesumweltministerin jetzt das neue Fracking-Verhinderungsgesetz, möchte ich es lieber nennen, geplant ist und in Arbeit ist. Und an der Stelle will ich Ihnen sagen, es ist ein Problem, dass wir in Deutschland eben gerade noch keine Regelung haben, die das Fracking für unkonventionelle Gasvorkommen verbietet. Und deshalb ist es notwendig, dass man eine Regelung schafft, die es klarstellt, dass wir nicht wollen, dass für gewerbliche Zwecke unkonventionell in Deutschland gefrackt wird. Und wenn wir keine Einigung finden zu diesem Gesetz, dann ist ganz offensichtlich, was passiert. 35 Jahre alte Umweltstandards würden gelten für das konventionelle Fracking. Es ist keine Umweltverträglichkeitsprüfung für das konventionelle Fracking. Das ist nämlich auch neu im jetzigen Gesetzentwurf. Und es bestünde, was das unkonventionelle Fracking angeht, eine enorme Gefahr, dass hier geklagt werden kann und die Behörden dann am Ende oder am Ende sogar die Gerichte über ein Thema entscheiden, das eigentlich ja in erster Linie auch uns angeht. Denn wir als Abgeordnete des Deutschen Bundestages haben ja am Ende auch mit dem Thema zu argumentieren. Und deshalb halte ich es für notwendig und für richtig, dass wir uns in der nächsten Sitzungswoche noch mal zusammensetzen und schauen, dass es eine Lösung gibt für diesen Gesetzentwurf, bei der klargestellt wird, dass es keine Entscheidung über Fracking gibt, die nicht vorher auch in diesem Deutschen Bundestag ausführlich beraten worden ist. Und da möchte ich gerne von mir aus auch eine Expertenkommission haben, die uns berät, die mit uns auch, die durchaus die Forschungsprojekte begleitet. Aber am Ende sollten wir als Parlamentarier nicht unsere Verantwortung ablegen, sondern auch darauf bestehen, dass wir den Bericht der Kommission hier besprechen und dass wir auch darüber entscheiden können. Und ich denke, das Bundesumweltministerium, Frau Umweltministerin, hat in vielen Bereichen, die heute gar nicht alle angesprochen werden konnten, einige gute Vorarbeit geleistet. Es sind ein paar Dinge aber, wo wir auch noch die Hilfe anderer Ressorts brauchen, um einen Knopf dran zu machen. Der Kollege Maywald hat die Düngeverordnung angesprochen. Das ist nicht mehr die Baustelle hier im Umweltministerium, sondern da müssen wir jetzt im Bereich der Landwirtschaft endlich auch eingestehen, dass dort ein Beitrag geleistet werden muss, auch zu dem großen Erreichen des Klimaziels. Das ist nicht alleine die Aufgabe eines Ressorts, sondern dann müssen alle sich entsprechend beteiligen. Und das Gleiche gilt für ein Thema, das zumindest indirekt auch mit der Welternährung zu tun hat, nämlich die Frage, inwieweit man
das Vorantreiben von gentechnisch veränderten Pflanzen weiter erlauben will. Wir haben hier schon ein ganz großes Stück geschafft und sind uns alle im Bundestag einig, dass wir keinen Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen wollen. Aber wir wollen alle auch hoffentlich keinen Flickenteppich von 16 Bundesländern. Und auch hier hat das Bundesumweltministerium, finde ich, sich super positioniert. Und jetzt geht es darum, dass das ganze Haus mithilft, dass auch der restliche Teil der beteiligten Ressorts auch seine Aufgabe mit übernimmt und gemeinsam für uns das Opt-out hier in die Umsetzung bringt. Und in diesem Sinne möchte ich mich herzlich bedanken bei der Ministerin, denn im Gegensatz zu dem, was die Opposition vorhin angemerkt hat, bin ich schon der Meinung, dass die Ministerin es geschafft hat, was viele Jahre brach lag, dass wir nämlich in Deutschland im Hinblick auf die Pariser Verhandlungen wieder eine Vorreiterrolle erreicht haben. Das ist ein Verdienst von Barbara Hendricks, von einem Klimaaktionsplan, der Hand und Fuß hat. Und das ist etwas, was uns auch gut ansteht. Und ich bin froh, dass die Große Koalition in diesem Falle an dieser Stelle auch an einem Strang zieht und wünsche ganz viel Erfolg für die Verhandlungen. Auch wenn die Regierung gelobt wird, wäre es schön, wenn das innerhalb der Redezeit erfolgt. Es reißt so ein bisschen ein, dass, wenn man fertig ist mit der Rede, dann irgendwie Lob oder Kritik an der Regierung kommt und man dann die Redezeit etwas überdehnt. Das ist eine freundliche Bitte an alle nachfolgenden Redner. Als Nächsten erteile ich das Wort dem Abgeordneten Christian Haase, CDU-CSU-Fraktion.